Als iPhone-Nutzer kennt ihr sicherlich das Problem, dass die Standard-iCloud nur 5 GB Daten umfasst. Mit den 5 GB kriegt ihr niemals eure ganzen Fotos und Videos gespeichert. Es gibt jedoch einen kleinen Trick, wie man diese Speicherlimitierung aufheben kann und ihr quasi unendlich viele Bilder und Videos in der iCloud abspeichern könnt. Wie das funktioniert, das verraten wir euch in diesem Video. Ein Vorteil bietet euch die Fotomediathek. Wenn iCloud Fotos in den Einstellungen aktiviert ist, dann werden sämtliche Bilder automatisch in die iCloud hochgeladen. So könnt ihr über die Internetseite iCloud.com ganz einfach auf diese Fotos zugreifen. Wenn die Fotos in der iCloud gespeichert sind, könnt ihr hingehen und Fotos auf eurem Gerät löschen, um ein bisschen Speicherplatz auf eurem iPhone freizugeben. Das einzige Problem hieran ist, dass ihr maximal 5 GB kostenlosen Speicher zur Verfügung habt. Der Speicher ist somit ziemlich schnell ausgereizt und nicht jeder hat unbedingt Lust, das große iCloud-Paket mit 200 GB Datenvolumen kostenpflichtig dazu zu buchen. Es gibt jedoch einen genialen Trick, wie ihr diese Limitierungen umgehen könnt. Aktiviert ihr in den Einstellungen die geteilten Alben, dann könnt ihr eure Fotos in sogenannte Online-Alben einsortieren. Der ganz große Vorteil an dieser Sache ist, dass diese Online-Alben keinen Speicherplatz von eurer iCloud verbrauchen, die Fotos aber trotzdem in der iCloud gespeichert sind. Dementsprechend könnt ihr unendlich viele Fotos und Videos in diese Online-Alben hinterlegen und sie sind direkt mit eurer Apple-ID gekoppelt und nicht verloren, wenn euer Handy verloren geht. Wähle dafür einfach die Bilder aus, die du in den Alben speichern möchtest und klicke auf Zugeteiltem Album hinzufügen. Hier kannst du entweder ein bestehendes auswählen oder ein neues Album erstellen und benennen. Ihr könnt diese Online-Alben dann mit Familienmitgliedern oder Freunden teilen, die dann wiederum die Möglichkeit haben, eure Fotos zu kommentieren oder eure Fotos zu liken. Zudem können sie auch eigene Fotos hinzufügen oder Fotos runterladen. Das ist natürlich kein Muss. Ihr könnt das Ganze auch so gestalten, dass ihr nur selbst Zugriff auf eure Online-Alben habt und kein anderer eure Online-Alben einsehen kann. Löschst du Fotos oder Videos von deinem iPhone oder der iCloud, bleiben die geteilten Alben trotzdem bestehen und du kannst deine Fotos jederzeit wieder von dieser runterladen. So hast du nochmal einen immens großen, kostenfreien Speicher, in dem du nicht nur Fotos und Videos speichern kannst, sondern diese Fotos und Videos auch mit Freunden und Familien ganz praktisch teilen kannst. Wir finden das Ganze ein tolles Feature und du solltest es in jedem Fall in deinem iPhone einstellen.